Leute, was geht ab? Cranky Gaming ist wieder back auf YouTube und willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal aber wieder nicht alleine. Dann ist der Max auch da und der wird euch jetzt sagen, was wir euch heute zeigen. Beziehungsweise er. Ja, also ihr werdet heute aus meiner Sicht den Unterschlupf von dem neuen Update von GTA 5 sehen. Die neuen Karren habe ich in dem letzten Video vorgestellt. Hier sehen wir nochmal die Bestia GTS oder so heißt sie. Finde ich, geht. Karre ist ziemlich okay. Aber nicht unbedingt mein Favorit. Und ja, um die Karren geht's nicht. Dafür habe ich eine extra Folge gemacht. Wenn ihr was über die Karren wissen wollt, geht natürlich auf das Video und kommt dann wieder hier zum Unterschlupf. So, bezahlt haben wir für den Unterschlupf 6,4 Millionen oder 6,94 Millionen. Und, ja. The recreational area / breakout space going through to the executive suite. Check it out. You got everything a founder / CEO / industry leader could want. There's the boardroom. Alter Falter. The been installed to your specification. The safe's been fitted. It's so subtle, no one's even gonna know it's there unless you're showing it off. Here are your personal quarters, where you can freshen up, take a nap, change, or whatever. That's your business. But the most important thing's your executive terminal. Here's where you'll access the SecuroServe special cargo network to take this operation to another level. I'll tell you all about it when you first log in. Tour's over. Take a look around. Get comfortable. I'll be at the front desk or on the end of the phone whenever you need me. What? Sind die kaputt, oder? Alter Falter. Meine? Oh mein Gott. Wir sind hier gerade im Maze Bank Gebäude. Alter, es ist doch noch draußen richtig ja, krass. Ja, Hello there. Falsch. Das kann ja wohl nicht angehen jetzt hier. Muss schon wirklich sagen, ne? Es sieht so geil aus, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und sich hier hinsetzen? Ne, war ja klar. Doch, kann man. Ist ja geil, der zieht auch wirklich den Stuhl zurück und setzt sich dann drauf. Einen Laptop surfen und Internet surfen braucht man nicht. Wir stehen mal wieder auf, stellen den Stuhl natürlich wieder ran. So wie sich gehört, kann man hier reingehen? Nee, kann man nicht. Also du kannst dich hier halt wirklich überall hinsetzen, ne? Nee. Wir setzen uns natürlich auf den Bossstuhl. Und es ist so eine krasse Aussicht, das FIB-Gebäude ist da, das IAA und noch irgendein anderes Gebäude. LOL, er packt einfach den Revolver auf den Tisch. Er setzt sich hin und packt einfach den Revolver auf den Tisch, wie geil. Wie geil ist das denn? Alter Falter. Können wir Fernsehen gucken? Fernsehen machen wir jetzt aber nicht an. Sondern wir gucken mal weiter hier. Der Nico hat gerade die Party verlassen. Grüße gehen raus an dich, Nico. Da sieht das IAA-Gebäude, noch ein anderes Gebäude. Und es ist einfach so eine krasse Aussicht. Das spiegelt jetzt ein bisschen. Hier, weil es hier drin hell ist und draußen nicht. Ich gehe mal davon aus, dass man sich jetzt hier auch hinsetzen kann. Ey, das ist so geil, ne? Chris, das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, ich seh's ja. Alter. Wie geil das ist. Hier kannst du dich auch wirklich überall hinsetzen, ne? Egal wo. So. Jetzt machen wir mal einen typischen Chris-Move. Einmal von jedem alkoholischen Getränk kosten.
Ja, muss ja wissen, was auf einen zukommt, ne? Genau. Genau. Hier kann man sich umziehen. Ich gehe mal davon aus, hier kann man sich auch einsetzen. Kann man sich einfach Ey, auch was war eigentlich einsetzen. mal euer Zuschauerrekord? 8 oder 12, eins von beiden. Hier ist Haben die bestimmt dann eine auch mal so Toilette, aktiv geschrieben? ein Spiegel. Guck mal. Da, Licht. Ja, Toilette wollen wir uns nicht aufhalten. Kann man hier, extra Dusche aus, ist auch nicht schlecht. Nein, duschen gehen möchte ich aber nicht. Und hier kommt man wieder zu ihm. Also ich muss wirklich sagen, wir werden auf jeden Fall noch hier drin Folgen aufnehmen mit der ganzen Truppe. Was sind hier Fahrzeuge? Stimmt, mit dem kann man jetzt reden. Ist ja geil, man kann jetzt einfach hier, wenn du ein persönliches Fahrzeug haben willst, dann bestellt er dir das. Und oder irgendein Dingens hier, wie heißt das? Irgendeine Pegasus-Kacke. LOL, und hier brauchst du gar kein Geld für Snacks auszugeben. Erstmal alles vollkaufen. Ein Stückchen. So, also ich muss echt sagen, ne? Es sieht so absolut geil aus. Alter Falter. So. Würde ich sagen, setzen wir uns nochmal in den Bossstuhl. Chris, danke für dein Follow. Beziehungsweise Chris. Du alle Flatterfotze. Kann man jetzt an? Ja, ich krieg erst E-Mail. Also wir haben das ja mit den Mods und alles noch nicht eingestellt. Naja, auf jeden Fall. So, Revolver liegt auf dem Tisch. Wir sind der Boss. Und der Boss sagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da. Und vielleicht auch einen Kommentar, Kritik. Irgendwas, egal was. Wir fühlen uns, also wir fühlen uns gut, wenn ihr natürlich ein, beziehungsweise uns gefällt es auch, wenn ihr mal ein positives Kommentar da lasst. Oder halt nur auch ein Like. Ja, Kritik ist auch ganz okay, dann haben wir nämlich von euch Verbesserungsvorschläge, wie wir eventuell manche Sachen besser machen können. Und ja, der Chris, der kann ja auch nochmal Tschüss sagen. Chris sagt Tschüss, okay. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Alle Video. Bitte einmal, ich liebe dich in die Kommentare schreiben. Am besten, ich liebe dich, Chris. Am besten, ja. Oder Chris kommt öfter in Videos. Oder ja, wahrscheinlich, Chris. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.